Und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Minecraft Catville. Wie ihr hier seht, habe ich ein paar weitere Dinge erforscht und es gibt jetzt noch ein paar Dinge, die ich tun möchte. Und zwar möchte ich erneut in die Mine gehen und nochmal den Crafting Table anschauen. Wobei genau das passiert, was ich eh schon erwartet habe. Und da möchte ich mir die Erze nochmal anschauen. Also Lapislazuli-Erz. Passiert nichts. Eisenerz. Das hat funktioniert. Zinn hat funktioniert. Lapislazuli nochmal. Schade. Okay, dann halt nicht. Dann okay, das habe ich schon. Ah genau, hier unten waren ja noch ein paar Dinge wie zum Beispiel das hier. Okay, und Kohle. Super, und Bedrock. Boah, Bedrock bringt ganz schön viel. So, dann Kupfererz. Okay, das hat funktioniert. Und dann Experience Orb bringt nichts, aber Kohle. Okay, gut, dann baue ich das hier noch schnell ab. Achso, ja, genau. Das kann ich dann auch gleich anschauen, ob das noch was hat. Ui, Magie. It's magic. So, dann, ich habe ein paar neue Sachen freigeschalten. Vielleicht geht ihr jetzt der Crafting Table oder die Tool Station. Aber offensichtlich eher nein. Dann, wenn ich hier hintergehe, da hinten gab es das Diamanterz noch. Das könnte ich mir auch noch anschauen. So. Nope, das macht nichts. So, und sonst Gravel habe ich schon. Da ist nur Stein zu finden. So, das nehme ich auch gleich mit. Jetzt, wo ich mit Farmcraft angefangen habe, kann ich das vielleicht benötigen. So, da unten ist nichts Besonderes mehr. Dann gehe ich wieder zurück nach 1. Weil hier ist ein Dschungelbiom und hier gibt es Kakaobohnen. Die könnte ich mir anschauen. Das bringt vermutlich nichts. Und des Weiteren gibt es hier noch Ardite oder Andesit. Und Sand. Ardite, was komplett anderes. Ich weiß nicht, wie ich gerade darauf gekommen bin. So, Sand, das hat noch was gebracht, okay. Dann. Da vorne habe ich Mossy Cobblestone, der könnte eventuell auch noch was bringen. Jawohl, der hat was gebracht. Und dann könnte ich mal hier ins Innere schauen, Crafting Table. Bringt immer noch nichts. Leiter. Leiter bringt mir dieses komische Baumstamm. Und dann ist hier eigentlich noch was drin. Okay. Ah. Stairs. Hier kann es noch Treppen oben drauf. Okay, gut. Dann. Ah, da hinten. Der hat seine komplette Base, glaube ich, aus Dschungelholz gebaut. Das könnte ich auch noch scannen. Ah, machen wir so, das ist schneller. Okay, dann Dschungelholz.
Ja, Carpenters, also diese Carpenter-Sachen bringen nichts. Ist gut zu wissen. Rope Ladder bringt auch nichts. White Plane bringt auch nichts. Bett bringt auch nichts. Okay, dann die Strickleiter bringt auch nichts. Und hier oben würde es mich extrem wundern, wenn irgendwas was bringen würde. Dann gehen wir zu 2. Weil hier gibt es ja auch noch einige Dinge, die eventuell was bringen könnten. Schau, was sage ich. So, dann gibt es noch diesen Great Woodlog. Und hier will ich außerdem noch abbauen, weil, genau, hier gibt es nämlich einen Cave Spider Spawner. Und unter diesem Cave Spider Spawner befindet sich eine Kiste. Oh geil, Enderperlen, Enderperlen, perfekt. So. Dann das hier könnte ich auch mal kurz schauen. Normales Obsidian kann ich auch erforschen. Und die Aura Node. Als ob ich die Aura Node nicht erforschen kann. Dann Cobwebs. Redwood Leaves. Grateful Leaves gehen. Spruce habe ich schon. Okay. Dann rote Pilze habe ich schon. Wenn hier braune noch sind, sind aber nicht. Also, okay. Dann schaue ich mal hier noch. Ist hier noch irgendwas, was. Ja, hier ist noch was. Und zwar, das ist normaler Dirt, okay. Warum auch immer da normaler Dirt ist. Aber das hier, das kann ich ziemlich sicher noch erforschen. Und zwar ist das Granit. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich kein Granit erforschen kann. Wie sieht's mit Limestone aus? Auch nicht. Okay, dann Kohle habe ich schon. Amber? Nein. Marble? Nein. So, dann werde ich mal. Oh, das sind noch mehr von diesen Greatwood Trees. Aber der hier hat keine Spinnenweben, das heißt, bei dem brauche ich gar nicht erst suchen. Der hier hat wieder Spinnenweben, ja. Das heißt, bei dem gibt es auch wieder eine Schatzkiste. Oh, scheiße, ich baue den Cave Spider Spawner ab. Oh, scheiße, bin ich gerade erschrocken. Ja, gut, bitte nicht mehr. Ich habe schon wieder viel zu viel Stuff im Inventar. Ich sehe hier aber jetzt nichts mehr, was wirklich von Relevanz ist. Höchstens die Mana Potion, die will ich noch. Doch, die Mana Potion will ich noch. Jetzt habe ich es. Mana in der Potion. Ja, gut, dann. Okay, gut, das geht auch nicht. Dann kann ich hier mich zurück nach Kettle warten. Und hier kann ich jetzt das hier öffnen. Und das hier öffnen. Und da haben wir das bekommen, einen Diamanten.
Goldcoins. Davon kann ich einen nichts mehr aussuchen. Okay, gut, dann das hier packe ich mal da rein, weil das bringt mir einfach nichts. So, dann die beiden Splash-Potions packe ich ebenfalls hier hin. Und das packe ich auch da rein, das werde ich jetzt erstmal nicht brauchen. Ich habe jetzt drei Enderperlen, was schon mal sehr gut ist. Also, Enderperlen habe ich ja jetzt ewig lang immer, ständig habe ich nach Endermen gesucht, jetzt habe ich endlich drei Enderperlen. Und ich habe sie nicht von den Endermännern bekommen, was irgendwie seltsam ist. So, ich glaube, ich kann diese Goldcoins hier in richtige Goldcoins umtauschen. Ja, kann ich. So, und davon hole ich mir wieder ein Diakon. Und da habe ich noch die Goldcoin. Ja gut, dann brauche ich mehr Kisten. So, dann habe ich außerdem herausgefunden, was man mit diesen Dingern hier machen kann. Und zwar kann man die hier so zusammencraften. Und jetzt. An dieser Stelle wäre ein Pomonomicon oder Tomonomicon oder so praktisch. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sich das craftet. Und ich habe jetzt auch keine Lust, das nachzuschauen. Und ja, jetzt kann ich das hier reintun. Oder auch nicht. Jetzt kann ich das hier reintun. So, und jetzt sieht man hier, dass es hier zwei Dinge gibt, die ich noch nicht erkundet habe. Perfekt. Okay, dann. Ah, was mir gerade noch einfällt ist. Ich habe ja ziemlich viele von diesen Kristallen und die können wir alle mal untersuchen. Und da fällt mir als erstes mal auf, dass ich die Ordoshas in der anderen Truhe auch noch mal habe. Ja, Ordoshas. Das hier sind dieselben. Dann habe ich noch Fire Shards. Ja, das hat nochmal ziemlich viel gebracht. Gold Nugget. Hat auch nochmal was gebracht. Gold Ingot. Warum kann ich den Gold Nugget untersuchen, aber den Gold Ingot nicht? Quecksilber. Das hat mir Gift gebracht. Oder sowas in der Richtung. Eisen Nugget hat mir auch nochmal ein Metall gebracht. Dann Gunpowder. Gunpowder hat auch nochmal ziemlich viel gebracht. So, dann den Goldapfel lege ich mal da rein für die Schallplatte, weil die werde ich als nächstes untersuchen. Was offensichtlich nicht geht. So, dann ein Redstone. Kann man auch nicht untersuchen. Dann ein Eimer. Den kann ich jetzt untersuchen. Lava-Eimer. Wassereimer. Okay, das hat auch wieder ziemlich viel gebracht. Dann. Was könnte ich noch versuchen? Ja, genau, Weizen könnte ich nochmal probieren. Das klappt offensichtlich immer noch nicht. Dann, was könnte ich noch machen? Was gibt's denn noch? So. Rotten Flash. Vielleicht sollte ich dafür erst ein bisschen weiter weggehen. So, Rotten Flash. Nope. 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 Okay, das habe ich schon untersucht.
Snow, Schnee kann ich mal untersuchen. Dann kann ich Schneeball sicherlich auch untersuchen. Und Schneeblock vermutlich auch. Ja, okay, gut. Dann. Was könnte ich mir noch untersuchen? Ich kann mal nochmal versuchen, Tiere zu untersuchen. Also, Pick. Geht immer noch nicht. Okay, dann. Oh, was mir gerade einfällt, was ich noch untersuchen könnte, ist alles, was sich da in diesem unterirdischen Raum befindet. Hier unten. Waren hier nicht auch Emeralds irgendwo? Lol, hier ist einfach ein XP-Berry-Busch. Und noch einer. So geil. Und da ist Lapis Lazuli, das nehme ich auch mit. Und dann ist da unten noch. Da ist der Tod. Vermutlich. Hier. Aber hier drüben haben wir noch einmal. Das werde ich erst untersuchen. Nope, geht nicht. Dann baue ich das jetzt ab. Und dann gehe ich hier noch runter. So, und hier dürfte jetzt auch einiges sein, was wir untersuchen können. So, das hoch. Nein. Der Tisch auch nicht. Dann die Schiene. Okay, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Die Redstone-Fackel. Geht auch nicht. Dann der Emerald. Der Emerald. Geht auch nicht. Das Brot. Geht auch nicht. Okay, dann was könnte ich noch untersuchen? Redstone. Ich kann Redstone an sich nicht untersuchen. Warum sollte ich das dazugehörige Erz untersuchen können? Okay. Emerald. Goldohr. Nope, sieht nicht so aus. Aber ich kann es abbauen. Ich kann auch das hier abbauen. So, 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 so. Dann den Emerald werde ich mitnehmen. Das Eisen nehme ich auf jeden Fall mit. Ach, apropos Eisen jetzt. Okay, habe ich schon untersucht. So, und dann nehme ich das Redstone jetzt hier auch noch mit. Und das hier natürlich auch. Dann hier ist nochmal ein Redstone Erz. So, dann bin ich jetzt schon wieder an der Stelle, wo ich irgendwas wegschmeißen muss. Wer braucht schon Kupfer? Wer braucht schon Kupfer?
So, und wenn ich hier jetzt geradeaus weiterlaufe, dann erwartet mich nur noch eins, und zwar der Tod. Das ist doch immer schön zu wissen, dass wenigstens eine Person immer auf einen wartet. Okay, gut, davon kann ich nichts lernen, das habe ich schon gelernt. Ich könnte es vermutlich mit viel Glück schaffen, mich zu retten, wenn ich da runterfalle. Weil zum einen habe ich ja mein Buch. Damit könnte ich mich ja hoch teleportieren und zum anderen habe ich ja meinen Hanglider. So, das kommt jetzt hier hinten rein. So und so. Und ja, da. Dann gehe ich hier mal wieder rein und dann habe ich hier einen Diamanten oder immer Kohle. Das Lapis Lazuli kann ich gleich alles auf meine Spitzhacke hauen, denke ich. So, Spitzhacke und Lapis Lazuli. Zack, zack, zack. So, wie viel Glück habe ich jetzt? Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie hier das Glück gemessen wird. Okay, dann habe ich wieder mal einen Stack Redstone. Und den werde ich, ihr wisst schon, wo hergeben. Natürlich wisst ihr schon, wo ich das Redstone hergeben will. An den Schamanen. So. So, das ist übel mühselig, wenn man sich jedes Gold einzeln kaufen muss. So. Perfekt. Dann jetzt die XP Orberry Bushes. Kann ich die hier? Ich kann die hier hinpflanzen. Dann werde ich die da hinpflanzen. So, dann muss ich erst zu dir, weil du gibst mir ein paar davon, sowie ein paar hiervon. Und jetzt kann ich mir endlich das Barrett kaufen, sowie ein wenig Munition für das Barrett. Oh Gott, die muss ich jetzt jede einzelne loswerden. Na super. Ist das geladen? Nein, ist das nicht. Also, gut, dann. Ah, was ich noch machen kann, ist, ich kann auch schnell bei der Bürgermeisterin vorbeischauen. Ja, perfekt. Okay, dann was kann ich jetzt noch machen? Ich kann auch wieder nach 2 gehen und hier gab es ja diese Bäume, ziemlich viele von diesen Bäumen und die kann ich mir, da habe ich ja den Loot liegen lassen, hier drüben. Genau, hier habe ich ziemlich viel liegen lassen, aber auch bei dem anderen habe ich ziemlich viel liegen lassen. Und das kann ich mir alles mal holen. So, Sattel brauche ich nicht, Sattel habe ich schon. Das brauche ich auch nicht, davon habe ich auch genug, das brauche ich auch nicht. So, die anderen Sachen sehen jetzt für mich mal nicht so wertvoll aus. Dann fliege ich hier mal etwas rüber. Und ich habe das Gefühl, dass die Folge schon wieder viel zu lang wird. Deswegen werde ich jetzt noch schnell hier das Zeug rausholen. Und dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder mit dieser Folge Minecraft Catville. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.